Einmal herzlich willkommen zu Zügeln zur S22 mit mir, lieben Fabi. Hallöchen. Strohablage? Ja, ich fahre erstmal eine Runde außen rum, so, und dann mache ich in der Mitte Strohablage. Okay. Ich muss sagen, hier so mit so einem Graben nebenan, das ist so eine Karte, wie ich mir das eigentlich immer gewünscht habe. Generell, so dieses Ganze hier ist schon nicht schlecht gemacht. So. Schnappen wir jetzt eine Holland. Haben wir uns mal geballt oder so. Warum ist denn eigentlich mal nicht ein Spiel, so? Gar mal das mal verraten. Ne. So. Und rum mit dem Boot. Was ich auch glaube, was der hier gemacht hat, ist eine andere Grastextur. Und der hat diese erweiterte Fruchtzerstörung drin. Und die Stoppeln von dem Weizen zum Beispiel bleiben länger. Okay. Wobei, so gefühlt ist der Weizen ziemlich niedrig. Also so im Verhältnis bin ich mir da nicht so sicher. Naja. Wird schon passen. Oha, schon da wirklich, ne? Was? Das war jetzt mal die phonetische Liste. Ja, irgendwie ist so. Also hier ist es jetzt extrem aufgefallen. Am Mais wird es halt sehen. Stimmt, ja. %35. Ach ja, da ist noch ein bisschen was hier oben. Dann kommst du dann nochmal locker nach hier oben. Ja, ja. Ja, den kannst du stehen lassen, da kann man ja eben hinfahren. Ja. Oh. Hundi! Geh aus dem Feld raus. Ja, das ist gut, der Roll, rollt. Okay. Der läuft einfach mehr hier rum als auf Wurf. Du rollst auch manchmal ein bisschen. Ah. Ja. Gehört die Bude uns da auch noch? Ja, die Bude. Hier gegenüberliegend am Feld. Okay. Die. Mhm. Genau. Da kannst du durchlaufen. Na, okay. Im Prinzip her, ja. Also, Fahrzeugansteck könntest du. Na, Hundi, magst du auch hier drin. Du hast aber stehen gelassen. Ja, die Feldgrenzen sind etwas gut gesetzt. Ah, okay. Also, das könnte ich dir noch wegmachen, aber irgendwie halt auch nicht.
Also wenn es GPS gibt, bin ich zwar der Erste, der GPS nutzt, ne? Aber ich finde es eigentlich auch mal schön, so zu fahren. Dann hat es zwar Ecken und Kanten alles, aber... Mein Gott. So, jetzt gibt's Stroh. Abwarten, ja. Ach, das ist eine Festkornpresse. Ja gut, wobei sind jetzt eins. Ich weiß nicht, was für groß, wie groß die beiden sind, aber ist ja theoretisch nicht schlimm. Nö. Weil also hier geht es eh nicht um Masse und von daher. Pass ja gerade auf, ey. Einfach halt voll lieb bei der Pickup. Jo, die guckt, ja, die guckt schon über den Schlepper raus. Der Schlenker, der war beabsichtigt. Aha. Ich hab nicht nach hinten geguckt, um die Pickup zu sehen. Eine Bahn, einen Ballen. Ja, ungefähr. Bisschen Okay. höher, bisschen weniger. Naja, gut. Eigentlich im Prinzip hier müsste ich jetzt auch einen, müsste mir auch keinen Strohballen machen, oder? Ne? Das ist richtig, also von daher. Ey, die hat voll coole Geräusche, wenn die Klappe zugeht. Ist das so? Ja, wenn der Zylinder so wieder reingeht. Hat wir die schon im Projekt gehabt? Nö. Die ist Das war ein Mod, aber oder? vor 1 oder 2 Wochen auf dem Modhub rausgekommen, glaube ich. Ah, was soll ich sagen? Ich habe ja heute Morgen auch nur gedacht, lad die Mods einfach alle hoch. Dann haben wir sie mal gleich. Dann haben wir nicht immer das Problem, dass wir alles Mögliche immer haben, was irgendwie Konflikte hat und gut ist. Und zwischen zwei Leuten die Mods auszutauschen, ist dann doch einfacher wie zwischen drei. Ist das so? Ah, weil so Bahnzor ein so glaubt man wieder ausfahren. Ja, damit ich im hinteren Anhänger nichts ablade, erstmal. Smart. Haben wir eigentlich ein Silo? Und smart, weiß Nur mal so jetzt. Weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, oder? Ich bin auch der Meinung, nee, haben wir nicht. Frage ist, ja gut, verkaufen lohnt nicht, weil bester Tag ist Februar und da bringt es 1,2. Muss ja auch, wenn es jetzt nicht auch nicht so die großen Massen sind, können wir mal irgendwo hinkippen. Ja gut, das ist jetzt ein Bunker. Ja. Ein Bunker, ein Kipper. Oh. Nein, nicht ganz, aber. Ja gut, oh, wir wissen jetzt eh, dass irgendwann können wir eh kein Geld für ein Silo. Das ist richtig. Muss halt nur gucken, welche Halle wir dafür leer machen. Ja, das war voll. Wobei eine ist ja leer, oder nicht? Kuhstall. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da ist eher das Problem, dass du es dann nicht mehr wegkriegst oder so. Ah, das Problem ist, eure rückwärts hereinzufahren. Das ist auch richtig, ja. Oder wir schütten es dahin, wo der Drescher stand, ohne Küppe. Ja, das war Silo. Achso, das war Silo, sicher. Ja. Ich wollte gerade sagen, oder auf die Wiese oder was. Oh, ich bin ein bisschen blöd.
Also eigentlich die einzige Möglichkeit ist, die Kipper immer wieder auseinanderzuhängen und dann in die erste Halle zu drücken. So jetzt vorläufig. Das ist da, wo der Flug jetzt drin steht. Genau. Und dann halt, ja gut. Ich meine, wir haben jetzt zwei Fruchtsorten, das ist dann halt auch schon. Heute muss man halt gucken. Wie schnell fährst du eigentlich? 17. Na gut. Aber ich kann nicht. Ja. Warum nur? Weiß ich nicht, warum ist immer so? So ein komischer Glas fährt vor mir rum die ganze Zeit. Kannst ja Wiese mähen. Nee, ich muss eh gleich drüber wegkommen. Ja gut, ich weiß nicht, wie viel in den ersten reingeht. Der sieht halt nur relativ voll aus. Aber es kann sein, dass der Hängerzug einmal voll wird, ja. Und sehen, bis die Kipper, der Flug muss raus, aber die zwei Kipper da reinschieben, bis es dauert, ein bisschen dauert. Ja gut, bis dann habe ich wahrscheinlich wieder einen Drescher voll. Ja, mindestens. Jetzt muss ich verarschen. Jetzt weiß ich, was denn? Ich habe mein Handy angeschlossen an den PC. 3% Akku. Weiß schon, es dauert, bis es voll ist. 10 3 Stunden, 4 Stunden. Jo. Digga. Muss einen USB 3 Anschluss dran machen, dann ist glaube ich ein bisschen schneller. Ja. Mit Glück. Ja gut, ist auch nicht gedacht, dass ich da um Handy zu laden. Das ist richtig. Wobei ich glaube nicht mal das wird einen Unterschied machen, weil USB-Anschlüsse geben sowieso nur maximal 0,5 Ampere ab. Muss man messen. Multimeter mal reinstecken in den USB-Anschluss. Ne, mehr geben die nicht ab. So. Also das ist wirklich das Maximum, was am PC am USB-Anschluss rausgeht. Was war das für eine Aktion? Weiß ich auch nicht. Ich glaube, gut, weil es keine Volt nicht mehr rausgehen. Ah, dieses typische LS-Problem. Mhm. Aber das ist sowas auch nicht fixen oder sowas. Ja, das ist wirklich so. Ja, aber irgendwie irgendein Bugfix ist war jetzt der 1701er Patch oder so ähnlich. Ja. Ist gestern oder so rausgekommen. War nur, weil ein einziger Fehler gefixt wurde. Sicher, hey, ich habe noch nicht runtergeladen. Ja gut, kann auch sein, dass ich den noch nicht runtergeladen habe, aber auf jeden Fall ist der für einen Fehler rausgekommen. Oder es war ein inoffizieller Patch, keine Ahnung, aber das ja, glaube ich und nicht. Der 1.7er war ja für die ganzen DLC. Für Fermer und Aero. Ja, dafür gibt es ja auch nochmal extra Updates. Für den einzelnen DLCs. Ja, für das DLC und generell halt. Ja, ja. Das verstehe ich auch nicht, warum man jedes Mal dann für so ein DLC nochmal vorher ein Update machen muss. Also ich meine jetzt für das Host-System-Dings, da wird jetzt wahrscheinlich nichts kommen. Weil das halt ein Third-Party-DLC ist und kein offizielles, oder schon ein offizielles, aber halt keins von Giant selber ist. Darauf freue ich mich schon. Ja, da habe ich auch Bock drauf. Es sind ja theoretisch nur noch 19, 15 oder? Tage oder so. Was ist das, 19 oder 17? 20. Oh. Meines kommt am 20. raus.
Weiß nicht. Müssen wir irgendwie Und nachgucken. was ich mir auch gekauft habe jetzt, ist der neue Bausim. Stimmt, ja. Weil den fand ich eigentlich ganz cool so. Und wie Wobei kostet das der? Blöde, 30 Euro, So. meine ich, oder 35. Wobei das Blöde ist, weil ich jetzt festgestellt habe, wenn er mir nicht gefällt, bin ich genau über die 2 Wochen, wo ich was zurückgeben kann. Hey, wie willst du? Ja, der kommt halt erst in, ich glaube, 2 oder 2,5 Wochen raus und ich habe mir den aber schon letzte Woche oder Mitte dieser Woche bestellt gehabt. Ja, und? Ja, ich bin ja dann über die 2 Wochen gekauft Ja, gezahlt. sicher, das sind ab da. Es zählt ab dem Zeitpunkt, wo du gekauft hast. Wirklich? Ja. Ja, das müsste. Also, mit dem ich mir auch überlegen, ob ich brauchen soll. Weil es sieht auf den, was man so sieht auf den Bildern und Trailern schon relativ nice aus. Ja gut, und dadurch, dass jetzt auch Straßenbau und sowas ja mit drin ist. Ja. Zwei Maps, glaube ich. Ja, auch so gut. Und Paar Marken angekündigt auch ist nice. pro Map, dass auf jeden Fall, oder ich weiß nicht, zusammen oder pro Map 100 plus Stunden Spielspaß sind. Außer man tippt jetzt halt immer auf Skip, Skip, Skip bei der Mission, dann natürlich nicht, aber Ja, wenn gut. halt wirklich das dann mal auf Umfang spielst und so, dann Ja. Ja, und du dürfte das kannst auf jeden Fall ja. möglich sein. Und du kannst ja die Schwierigkeit, sag ich mal, einstellen, also was du machen willst. Naja, ob du halt mehr machen willst oder weniger machen Ja. willst. Und dann halt auch am Ende die Lohnkosten, die du dafür kriegst. Ja. Aber. Oh. Was spricht der gute Herr? 92%. Wirklich noch? Ja, gut. Jetzt Dann nicht. brauche ich vorne nichts mehr drauf zu tun, glaube ich. Naja, 92%. Also ein bisschen geht noch. Ich weiß gar nicht, wie der Zug voll. Ja klar, voll schon, aber ich muss wahrscheinlich nochmal hierher fahren. Mit Glück könnte dann alles in deinen Bunker reingehen. Hier war ein Zug irgendwo, hab's genau gehört. Weiß. Hallo. Reicht's auch? Ja. 93%. Könnte knapp werden. Jawohl. Hä? Was sind das für Wollen? 1,20, oder? Ja gut, steht der Theo im Shop dann dabei. Ja. 1,25. 1,5, ja. Ja. Das sind aber keine Standardspielmaße. Wobei, das finde ich auch mal cool, dass die dann so eigene Maße mit reinbringen. Doch, klar war das Standard. Ist 1,25 Standard? Ja, also die Pöttinger, die Standard drin ist, macht auch 1,25. Ja, okay. Dann 1,25 war es ist das irgendeine andere Niedrigste. Presse, wo 1,20er drin waren. Aber 1,25 ist das geringste von den Standardpreisen. Ja, Ja. ich meine, ich hätte irgendwo mal welche oder eine gesehen, die hat auch 1,20er Ballen gepresst. Na gut, da war es irgendwann mal groß oder sowas. Also. Wow, wie schön. Auch mal, wollte ich schon sagen, das war's wieder mit der Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, bis dann, habt einen hoffentlich Tag und ja, ciao. Tschüss.